Sie ist ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Handwerkskammer Koblenz. Die feierliche Verleihung der goldenen Meisterbriefe an Handwerkerinnen und Handwerker, die vor 60 Jahren ihren Meisterbrief erlangt haben. Drei der Jubilare stellen wir Ihnen jetzt vor. Eine Zeitreise zurück ins Jahr 1960 ist auch eine Zeitreise in Ihr Meisterjahr. Uhrmacher Franz-Dieter Schneeberger war nach 3 Jahren aus Südafrika zurückgekehrt und drückte nun die Bank der Meisterschule. Die Friseure Hermann und Brunhilde Lenz steuerten auf ihren Berufsabschluss und auf die große Liebe zu. Und Maurer Karl-Heinz Reinhardt hatte große Ziele, viel Motivation und kein Geld, aber bald einen Meisterbrief und im selben Jahr seinen eigenen Betrieb. Ja, ich habe 1960 mit 23 Jahren die Meisterprüfung gemacht. Und es war sehr schwierig, kurzfristig eine Stelle als Meister zu bekommen. Mir wurde eine angeboten, allerdings im Ausland. Und da mochte ich nicht hin, deshalb habe ich mich kurzfristig selbstständig gemacht. Allerdings muss ich sagen, mit null angefangen. Der erste, wenn ich so sagen darf, der erste Auftrag war ein Innenputz. Ohne Mischer, ohne alles. Das Einzige, was ich besaß, waren Mörtelkübel und mein Werkzeug. Damit habe ich begonnen. Nach 3 Wochen konnte ich mir einen kleinen Mischer kaufen. Anfang 1961 konnte ich dann der erste Geselle und einen Lehrling einstellen. Allerdings hat das Geld nicht gereicht für praktisch, dass ich den bezahlen konnte, sondern meine Frau musste arbeiten. Die hat den Haushalt bestritten und die ersten Löhne meiner Mitarbeiter. Und ohne die wäre ich heute mit Sicherheit nicht da, wo ich heute stehe. Eine Geschichte aus den Jahren des Wirtschaftswunders. Ärmel hochkrempeln und anpacken. Bei dieser Einstellung wundert es nicht, dass der Betrieb heute, nach einem halben Jahrhundert, noch immer erfolgreich am Markt agiert. In den 60er Jahren oder 70er Jahren waren wir so im Schnitt mit 12, 15, 80er Jahren auch noch in dem Zeitraum. 1991 kam der Sohn dazu und wir haben Hand in Hand geschafft, um die Sache zu forcieren. Und seit dieser Zeit, kann man sagen, waren immer so zwischen 25 und 30, wie das halt eben im Baugewerbe ist. Ein Unternehmen lebt von seinen Mitarbeitern und der Unternehmer ist Kapitän in der Mannschaftssportart Handwerksbetrieb. Das bringt Karl-Heinz Reinhardt, der sich über seinen Betrieb hinaus auch viele Jahrzehnte im Ehrenamt engagierte, in einem Satz auf den Punkt. Ohne die Leute und ohne ein gutes Verhältnis mit den Mitarbeitern kannst du einen Betrieb vergessen. Als Teamplayer erfolgreich ein Unternehmen gründen und leiten, das gilt auf eine besondere Weise auch für die Eheleute Lenz. Doch mit Beginn der Meisterschule im Friseurhandwerk hatte Hermann Lenz noch ganz andere Pläne. Ich sollte einen Friseursalon auf der Bremen, damals war die Bremen als Passagierschiff von Bremerhaven nach New York eingesetzt, und ich sollte diesen Friseursalon leiten. Und wie es im Leben so geht, ich habe meine Frau, meine zukünftige Frau, dann in der Meisterschule kennengelernt, und die Liebe hat quasi, wie man so schön sagt, mein Vorgehen alles über Bord geschmissen, und wir zwei waren dann nachher zusammen. Wir haben uns bei der Meisterprüfung kennengelernt, auf der Schule. Ja, das Kind des Ruhrgebiets hat sich verliebt in den Mann aus Hessen-Nassau. Und die Liebe hat das ausgemacht, ja. Und alle Pläne waren dann dahin, gell? Wir wollten zusammen sein. Der Mann war einfach anders, gell? Als die Männer im Ruhrpott. Und so gründeten Brunhilde und Hermann Lenz in Bornig ihr Unternehmen und eine Familie. Tochter und Sohn haben inzwischen die familiären Friseursalons übernommen und führen das Werk ihrer Eltern erfolgreich fort. Eine Entwicklung, auf die man zu Recht stolz ist in der Gründergeneration. Ich kann, wie man so schön sagt, das auch mit einem gewissen Stolz sagen, dass meine Tochter und mein Sohn beide in den Friseurberuf gegangen sind. Und dann bis zu dem heutigen Zeitpunkt haben sie dann nachher auch unsere Salons dann übernommen. Wir haben sehr viel geleistet. Ja, manchmal hatte ich gedacht, meine Kinder sollen ein anderes Leben haben. Es gab ja immer ein Risiko im Selbstständigsein. Und dann sieht man die anderen, wo es dann problemloser geht. Aber die Kinder haben sich nach aller Schulausbildung ja dafür entschieden. Wir haben unser Berufsleben nie vermacht, also nie negativ gesehen.
Und ich denke, von der Seite hat das die Kinder dann sicher auch dazu gebracht. Gell? Und das macht stolz, ja. Vom Vater auf den Sohn. Das ist auch die Geschichte von Uhrmacher Franz-Dieter Schneeberger. Nur folgte er dem Ruf des Vaters und führte, nach durchaus abenteuerlichen Gesellenjahren, das Familienunternehmen in Bobhardt als Meister fort. 1956 habe ich meine Gesellenprüfung gemacht. Und das war im Sommer. Und im Herbst bin ich nach Südafrika ausgewandert für 3 Jahre. War sehr interessant. Dann kam ich zurück, weil meine Eltern mich brauchten. Die haben ja auch ein Juweliergeschäft gehabt. Und dann habe ich die Meisterprüfung gemacht. Nach der Meisterprüfung bin ich dann nach Lahnstein gegangen, zu Uhrenviecher, und war da Werkstattmeister für 2 Jahre. Danach hat mein Vater mir die Werkstatt übertragen. Und die hatte ich so 8, 9 Jahre. Und dann bekam ich das ganze Geschäft überschrieben. Bis 1994 betrieb Franz-Dieter Schneeberger sein Unternehmen. Dann verkaufte er alles, fast alles. Denn die Werkstatt nahm er mit und richtete sie in seiner Wohnung neu ein. Und ich bin froh, dass ich heute meine Werkstatt noch habe. Das ist mein Hobbyraum jetzt. Und so gerne, wie ich heute Uhren repariere, habe ich es in meinem Leben noch nicht gemacht. Mit dem Meisterbrief ein Stück Wohlstand erringen, das gilt sicher für alle der vorgestellten Meister. Doch im Gegensatz zu Maurermeister Karl-Heinz Reinhardt oder das Friseurehepaar Lenz konnte Uhrmachermeister Franz-Dieter Schneeberger auf die Vorarbeit seiner Eltern zurückgreifen, wofür er noch heute dankbar ist. Wir sind nicht vom Grund auf gestartet, sondern wir haben übernommen. Und normal hätte man müssen ja arbeiten bis 65, 70. Aber das brauchte ich damals nicht. Und wie gesagt, aus gesundheitlichen Gründen haben wir dann gesagt, jetzt ist Schluss. Wir wollen noch was von unserem Leben haben. Und das ziehen wir bis jetzt durch. Wir sind so, ja, so 3 bis 5 Monate sind wir unterwegs im Jahr. Und das genießen wir bei voller Gesundheit. Sollten Sie einen Handwerker oder eine Handwerkerin kennen, die vor 50 Jahren, also 1960, Ihren Meisterbrief erlangt haben, dann melden Sie sich bei uns unter meister@hwk-koblenz.de.